Such. Donnerstag, 10 Uhr Vormittag. Aaron, Robert, Heather und ich sitzen in Sektion D vor der Videowand, die derzeit Lachs und die dort stationierten VertiBirds zeigt. In Kürze werden zwei davon losfliegen, um die Enklavebasis im Yosemite Valley einer näheren Überprüfung zu unterziehen. Bemannt sind sie durch insgesamt 20 Ranger, einer Elitetruppe, die als Beste der Besten gilt. Gestern Abend haben wir Aaron Kimball, die Raumstation und auch die Bunkeranlage gezeigt, die wir eigentlich eher zufällig entdeckt haben. Der Präsident hat mit großen Augen auf die Station geblickt und auch auf die beiden Raketen mit den Kampfstoffen. Als Wissenschaftlerin denkst du wirklich, man könnte eine ganze Nation mit so etwas ausrotten? Hat Aaron gefragt und ich habe traurig genickt. Ja, habe ich geantwortet. Ich glaube, sie wollten den Stoff zum richtigen Zeitpunkt irgendwie im Chatstream freisetzen, so dass er sich über dem ganzen Land verteilt hätte. Selbst wenn einige wenige Bevölkerungsteile überlebt hätten, die Nation wäre trotzdem praktisch ausgerottet gewesen. Ich muss zugeben, ich kann das alles immer noch nicht wirklich verstehen. Was mich eigentlich mehr verstört, ist die Tatsache, dass die Enklave zu dieser Einrichtung irgendeine Art von Funkverbindung hält. Hat Aaron erwidert. Wie kann es sein, dass diese Leute von Dingen wissen, die offensichtlich vor dem Krieg ins Leben gerufen worden sind? Immerhin ist das über 200 Jahre her, Mr. President. Leutnant Jensen hier, wir sind startbereit. Erbitte das Go für die Operation. Die leicht verzerrte Stimme, die aus einem Funkgerät kommt, welches vor uns auf dem Tisch liegt, reißt mich aus meinen Gedanken. Hier ist Kimble, Sie können starten. Wir verfolgen Ihren Flug und geben Ihnen, falls nötig, Kurskorrekturen durch. Und, Leutnant, seien Sie vorsichtig, wir brauchen keine Heldentaten, sondern einen genauen Bericht über diese Anlage. Verstanden? Verstanden, Sir. Jensen Ende. Zwei Punkte lösen sich von dem großen Flugfeld in Lachs. Robert und Heather zoomen ein wenig weiter heraus und bringen eine Linie ausgehend von den Birds auf den Schirm, an dessen Endpunkten der Bunker steht. So ist es uns viel leichter möglich, auffällige Kurskorrekturen frühzeitig an das Ranger-Team weiterzugeben. Nach ungefähr 15 Minuten schwenken die beiden Vertis nach Osten ab, direkt in das Yosemite Valley. Sie folgen dem gewundenen Talverlauf, unser Satellitenauge geht wieder näher heran. Zuweilen gibt Robert eine kleine Kurskorrektur durch. Kimball betrachtet schweigend die großartige Naturkulisse, die total intakt zu sein scheint. Dicht bewaldete Hügel kommen ins Bild, kleine Flussläufe, Läufe, in denen sich die Sonne spiegelt. Eine echte Idylle. Die Yosemite Village kommt in Sicht. Jenes Dorf, das als erste Anlaufstelle für alle Touristen dieser Region gedient hat. Die beiden Wörtis sind noch ungefähr 300 Meter Luftlinie von der Bunkeranlage entfernt. Beide fliegen mit ungefähr 50 Metern Abstand hintereinander. Das Bild ist nun direkt auf das Tal und die beiden Verti-Birds zentriert. Mit einem Mal stützt die erste VTOL-Maschine wie ein Stein nach unten. Ein grell -orangener Feuerball wird sichtbar, als das Fluggerät ungebremst direkt in die Mitte des e der ehemaligen Ortschaft aufschlägt und explodiert. Der andere, hintere Verti dreht sofort ab und bleibt dann reglos in der Luft hängen. Unser Funkgerät wird lebendig. Jensen hier, Sir. Haben Sie, Sie, Sie das gesehen? Ja, Leutnant. Ich bin ja nicht blind. Schnauzt Kimble. Gibt es irgendwelche Feindaktivitäten? Während Heather, Robert und ich noch geschockt auf die Absturzstelle starren, die nun von dichten schwarzen Rauch umgeben ist, meldet Jensen: Nichts zu sehen, Sir. Meiner Meinung nach war das auch kein Raketenwerfer. Könnte auch keine Bodentruppe erkennen. Scheint alles ruhig zu sein. Der andere Wörthi ist ein Totalverlust. Sir, er bitte weitere Anweisungen. Ich zwinge mich, nochmals die letzten Sekunden der führenden, führenden Maschine in meinen Kopf zu sehen. Weder war die charakteristische weiße Lanze zu sehen, die ein Raketenwerfer erzeugt, noch irgendeine Art von Mündungsfeuer, was auf MG schließen lassen würde. Der Verti ist mitten im Flug einfach abgestürzt. Es kam nicht mal irgendein Geräusch über Funk, gar nichts. Es macht die Klick in meinem Kopf und bevor Kimball noch auf Jensen Frage antworten kann, nehme ich dem Präsidenten das Funkgerät weg und rufe hinein: „Leutnant, drehen Sie ab und fliegen Sie mindestens 100 Meter zurück schnell. Ah, Mr. President, ist diese Anweisung autorisiert?“ ja, Belt Kimpel, Ausführung! Dann wirft er mit einem fragenden mir einen fragenden Blick zu. Auch Robert und Heather scheinen noch nicht verstanden zu haben. Ich erkläre rasch: Entweder irgendeine Art von EMP-Beschuss oder ein ähnlich geartetes Schutzschild, der den Bunker umgibt. Der Verti ist ungebremst, ohne Funkkontakt abgestürzt. Außerdem, selbst bei einem Maschinenschaden hätten die Piloten noch verschiedene Abfangmanöver probiert. Aber bei, bei einem EMP-Impuls wird die gesamte Elektrik, Elektronik und jeglicher Funk gestört. Der Verti wird praktisch in Sekundenbruchteilen manövrierunfähig. Wow, zischt Heather. Aus dem Funkgerät meldet sich wieder Jensen. Sind in Position, erwarten weitere Anweisungen. Zehn Elitesoldaten sind vor unseren Augen in wenigen Sekunden getötet worden, Kimble. Kimble schaut mich fragend an. Ich flüstere: Sie sollen dort verschwinden. Wir müssen einen anderen Versuch machen, einen besser vorbereiteten. Abbruch der Mission schnarrt Kimball. Kehren Sie nach Lachs zurück. Wir sprechen dort weiter. Kimble Ende. Verstanden, Sir. Der Verti dreht ab und fliegt durch das Tal zurück, während hinter ihm noch immer eine dunkle Rauchsäule das Grab von zehn Soldaten markiert. Ich nehme meine Brille ab und atme langsam aus. Wie müssen sich die Kameraden dieser Ranger jetzt in ihrem Verti fühlen? Eine Stunde später. Wir sitzen in einem großen Besprechungsraum in Lachs. Robert ist vorerst wieder in seinem Hochhaus im Zentrum der Stadt zurückgekehrt. Mit dabei ist auch der Basiskommandant Gen General Hoskins. Weiters Leutnant Jensen, Aaron, Heather und ich. Der Grund, warum auch mein Schatz und ich an dieser Militärbesprechung teilnehmen, liegt in meinem Hinweis wegen des EMP-Impulses begründet. Und Aaron hat, hat gemeint, hier werde wohl auch ein wissenschaftlicher Aspekt zu berücksichtigen, berücksichtigen nicht nur ein militärischer. Jensen, ein Mitvierziger, der vor allem durch seinen Bürstenhaarschnitt, Kimball nicht unähnlich sieht, berichtet noch einmal haarklein über den Anflug bis zu dem Moment, wo der erste Wordy Bird abgestürzt ist, und wir können sehen, dass er als Kommandant dieser Einheit ziemlich erschüttert ist, obwohl er ganz offensichtlich eisern versucht, eine militärische Disziplin aufrechtzuerhalten. Nach dem Bericht setzt er noch hinzu: Haben Sie das gesehen, Sir? Dort ist unglaublich viel Wald, alles grünt und wir haben auch Wiesen gesehen mit Blumen. Schon früher einmal habe ich Aaron gefragt, ob nicht mit den Vertis in den letzten Jahren gezielt Entdeckungs- und Aufklärungsflüge in der Umgebung von Kalifornien durchgeführt worden sind. Doch dieser hat verneint und geantwortet: Entdeckungsflüge! Lucinda, wir betreiben keinen der früheren Tourismusagenturen. Wir haben versucht, die Kernzone neu aufzubauen. Das war, war Schwerstarbeit genug. Aufgrund dieser Aussage verstehe ich nun Jensens ehrfürchtige Kommentare, denn im Gebiet von Kalifornien, zumindest im Bereich von LA, gibt es keine nennenswerte Natur. Keine Bäume, keine Wiesen oder Parks, die wenigen Grünflächen, die neuerdings das Stadtbild verschönern, mussten mühsam angelegt und bewässert werden. Aaron wendet sich nun an mich und bittet mich nochmals, meine Theorie darzulegen, was ich auch tue. Danach fragt der Präsident Was würden Sie vorschlagen, Dr. Fairbanks? In der Öffentlichkeit sind wir ja mit Aaron Percy. Sie. Sie, sie sollte ein erneuter Versuch, zu der Basis zu gelangen, aussehen. Einige Militärs werfen einander fragende Blicke zu. Es ist für sie eher befremdlich, dass der Präsident Zivilistin nicht nur zu der Besprechung mitbringt, sondern sie sogar noch nach ihrer Meinung zu einer geplanten Operation fragt. Da Heather und ich uns vor, vorher schon kurz abgesprochen haben, sage ich nun, zuerst einmal tut es mir sehr leid um ihre Männerleutnant Jensen. Das konnte niemand voraussehen. Danke, Ma'am, antwortet dieser gepresst. Und ich weiß, dass die Wut und Trauer über den Verlust seiner Karam Kameraden ihn später sich noch einholen wird, wenn er alleine ist. Denn er ist der Kommandant, er hat die Verantwortung für die ihm untergebenen Soldaten. Nun lächle ich ihn an und fahre dann fort. Vielleicht kurz zur Erklärung. Meine Frau ist Computertechnikerin und ich bin Physikerin. Daher wurden wir auch vom Präsidenten hinzugezogen. Nun gut. Angesichts der Tatsache, dass der Bereich um die Bunkeranlage womöglich durch eine Art EMP-Schutzschild gesichert ist, ist es vielleicht nötig, neben Militärkräften auch eine wissenschaftliche Komponente einzubringen. Sollte so ein Schutzschild tatsächlich existieren, so wird eine der ersten Aufgaben nach Betreten des Bunkers sein, die Ursache des Schildes zu suchen und dann zu deaktivieren. Hier kommt dann meine Frau ins Spiel, die, wie gesagt, Computerexpertin ist. Ich sehe, wie, ich sehe, wie sich die Miene von General Hoskins, der mich ein ganz klein wenig an John Mahoney erinnert, immer mehr verfinstert. Da ich noch aus der Zeit vor dem Krieg, die dem Militär anscheinend inhärente Ablehnung von Zivilisten kenne, sage ich in seine Richtung, um vielleicht auffällige Zweifel an unserer Person im Vorfeld bereits zu zerstreuen, sowohl Heather als auch ich stehen im Regierungsdienst. Die längste Zeit schon sieht mein Darling aus, als ob sie auf eine Zitrone gebissen hätte, was mich dazu bringt, meinen Redefluss zu unterbrechen, weil ich denke, vielleicht etwas falsches gesagt zu haben. Nun beugt sich Heather zu Kimble und wispert ihm etwas ins Ohr, was dieser mit einem kurzen Nicken quittiert. Dann sagt er laut: das können Sie ruhig offen aussprechen, Sergeant Major. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Aaron Heathers Titel jetzt absichtlich gebraucht habe, um unseren Worten vielleicht ein wenig mehr Gewicht zu verleihen. Denn meinen ranghöchsten Offizieren ist dieser Sachverhalt natürlich bereits bekannt. Kimball wendet sich an die übrigen Militärs und fährt fort. Sergeant Major Fairbanks hat einen nicht unklugen Vorschlag gemacht. Vielleicht ist es an der Zeit, unsere neuen Verbündeten um Unterstützung zu bitten und dabei gleichzeitig ein wenig ein Auge auf sie zu haben. Angesichts der Tatsache, dass es sich bei dem Bunker um eine Enklavenbasis handelt, ist höchste Vorsicht angebracht. Da könnte es nicht schaden, wenn ein Trupp von Soldaten dabei ist, die durch Poweranzüge geschützt sind und extrem fortschrittliche Waffen besitzen. General Hoskins hebt den Kopf und fragt überrascht Sie wollen Soldaten der Bruderschaft zu diesem Einsatz mitnehmen? Aber, Sir, wir haben keine Ahnung, welche Technologien sich in der Enklavebasis befinden und jeder weiß doch, dass die Bruderschaft. Ja, ich entsinne mich dunkel der Vorliebe der stählernen Bruderschaft für Technikrahm, entgegnet Kimble mit einem freudlosen Lächeln. Trotzdem, wenn wir nie eine Zusammenarbeit beginnen, wie soll es dann zu einer Integration der Bruderschaft in die NCA kommen? Gar nicht, wenn Sie meine Meinung dazu hören wollen, Sir, meint Hoskins mit verbissenem Gesichtsausdruck. Einwand zur Kenntnis genommen, General. Trotzdem finde ich die Idee nicht schlecht. Leise fügt er hinzu: Wir haben heute zehn unserer Besten verloren. Vielleicht sollten wir der Bruderschaft beim nächsten Versuch den Vortritt lassen. Auch wenn ich die Idee hinter Aaron's Worten ein wenig grausam finde, so verstehe ich ihn. Und vielleicht gelingt es ihm auf diese Weise seine Militärs zu einer Zusammenarbeit mit dem bisherigen Feind zu überreden. Außerdem bin ich mächtig stolz auf Heather, die trotz ihrer enorm starken Ablehnung der Bruderschaft gegenüber diesen Vorschlag eingebracht hat. Ich nehme mir vor, darüber später noch mit ihr zu sprechen. Wir werden also neben Soldaten auch ein Wissenschaftlerteam geleitet durch Sergeant Major Fairbanks und ihre Frau mitnehmen. Dr. Fairbanks hat angeregt, knapp vor dem ehemaligen Dorf, in das der Wördi gestürzt ist, ein Basislager zu errichten und von dort zu Fuß zum Enklavebunker vorzustoßen. General, welche Truppenstärke empfehlen Sie? Hoskins, der anscheinend gemerkt hat, dass der Punkt mit der Bruderschaft nicht verhandelbar ist, erwidert nun zögernd. Also wenn wir die Stähler nennen in ein Wordy packen, dann könnten noch zwei weitere mit unseren Soldaten folgen und zum Schluss ein eigener mit dem Wissenschaftlerteam. Wobei ich nochmals zum Ausdruck bringe, Aaron schüttelt leicht den Kopf und der General verstummt. Nun sagt Himmel, ich halte es normalerweise wie sie, keine Zivilisten bei Militäroperationen. Eigentlich wollte ich das folgende aus Rücksicht auf die Anwesenden auch gar nicht sagen, weil diese nicht möchten, dass dies allgemein bekannt ist. Doch um ihre Bedenken, und das gilt auch für sie, Leutnant Jensen, Wegen der sogenannten Wissenschaftler zu zerstreuen, Sergeant Major Fairbanks und ihre Frau waren in jenem Team, das letzten Sommer den Silo oben in den San Gabriel-Bergen gestürmt und es gegen jede Chance geschafft hat, den Start der Rakete mit dem Nuklearsprengkopf, der für den Boneyard bestimmt war, zu verhindern. Man kann also davon ausgehen, dass die beiden Ladies wissen, wie man sich in einer Kampfsituation verhält. Alle starren uns an, und ich verziehe leicht das Gesicht. Das hätte sich Aaron wirklich sparen können. Auf einmal sagt Jensen, Fairbanks, sagen Sie. Sind Sie diejenige, die auch den Reg? Ja, sind wir. Fallen Heather und ich dem Offizier ins Wort. Nun huscht zum ersten Mal ein kleines Lächeln über die standzüge des Soldaten. Da meint er: Nun also, was, mach, was mich betrifft, willkommen im Team. Er streckt uns über den Tisch die Hand hin, die Heather und ich kurz schütteln. Nachdem das nun geklärt ist, werde ich unverzüglich den ältesten McNamara kontaktieren und wenn er zustimmt, dann schicken wir einen hier rüber in die Mojave, um die Paladine aufzusammeln. Ich würde sagen, am Samstag starten wir einen neuen Versuch. Es wäre doch gelacht, wenn wir diese Enklavebasis nicht einnehmen könnten.